Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute ist es soweit, ich trainiere für ein Kart-Event, Grip-Kart-Event in Duisburg. Und heute habe ich nur ein Ziel. Nicht von der Strecke fliegen, gesund zu bleiben, nicht direkt zum Arzt. Und das Geilste ist, heute schaut mir hier auch keiner zu. Es ist nämlich leer. Morgens früh kommt nämlich keiner Kart fahren. Da unten stehen die Dinger schon. Ich bin echt gespannt. Ihr seid dabei, aber bitte, bitte jetzt nicht auslachen in den Kommentaren oder sowas. Weil, um nicht ganz so schlecht auszusehen, habe ich einen Trainer engagiert und den begrüßen wir jetzt mal. Moin, grüß dich. Morgen, grüß dich, Dominik. Dominik, du bist mein Trainer heute? Ja. Alter Schwede, da hast du viel zu tun. Du hast richtig viel zu tun. Aber bevor wir weiterreden, verkabeln wir dich, damit wir dich auch richtig gut hören können. Du weißt ja, es steht was an. Sonntag ist Qualifying, Montag ist gib ihm richtig Gas. Okay. Live. Da fahren alle. Ich kann stotter schon bei den Namen aussprechen. Da fahren so einige gute Kartfahrer. Bist du denn schon mal Kart gefahren? 2009. Das ist aber schon Weihnachtsfeier 2009. Ein Weilchen her. Ja, da glaube ich, haben wir einiges zum Auffrischen. Die Räder sehen aber ganz schön mitgenommen aus, oder? Die sind noch relativ frisch. Aber es geht noch viel schlimmer. Wie lange halten solche Räder aus? Grundsätzlich kommt es darauf an, wie gut der Fahrer fahren kann. Ja, okay. Wie gut er auf seine Reifen aufpassen kann. Okay. Aber so zwischen 50 bis 70 Runden. Ach so. Ja. Was kostet so ein Satz? Um die 180 bis 190 Euro. Ich habe einen Tipp habe ich schon mal gelesen. Wenn eine Rechtskurve kommt, geh nach links. Wenn okay. Eine Rechtskurve, Linkskurve kommt, geh nach rechts. Also immer gegengesetzt. Ist das richtig? Nein. Nein. Okay. Also habe ich das, was ich gelesen habe, war für einen Katz. Okay. Sozusagen. Okay. Ich denke mal, das Klügste wäre, du setzt dich einfach mal rein, fährst ein paar Runden. Ich gucke mir das Ganze an und dann fangen wir an zu arbeiten. Dann weiß ich schon mal, wo wir einsteigen. Wie lange fährst du schon Kart? Ich seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Wie alt bist du denn? 13. Was meinst du denn? Schafft er das oder fliegt er gleich ab? Ganz ehrlich, ich gebe ihm zwei Runden, um auf der Strecke zu bleiben. Das ist nicht dein Ernst? Nasse Strecke, ne? Anfängen. Das ist nicht dein Ernst? Doch. Ja gut, wenn er mir das sagt, dass ich in der ersten Runde rausfliege, seid gespannt. Meine Haare! Jetzt sind meine Haare komplett hin. So, jetzt? Alles gut? Ja. Ans Lenkrad. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nach 2009. Alter Schwede. Wow. Das ist schon mal nicht schlecht. Erstmal überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen. Boah. Alter. Interessante Linienwahl. Es ist immer sehr, sehr schwierig am Anfang, da ein Kart sehr direkt lenkt und man sehr wenig Lenkwinkel hat. Darum ist das Einlenken meistens am Anfang sehr, sehr hektisch und zu abrupt, was dann das Kart durch die Kurve und zum Ausgang hin unruhig macht. Und ein Donut! Ich glaube, das, wenn wir schon wegkriegen, ist es ein großer Pluspunkt. Ich habe das Gefühl, dass ich mega schnell bin. Aber ich glaube, so schnell bin ich gar nicht. Und hier ist es richtig, boah, hier ist es richtig rutschig. Aber richtig, boah, richtig, wow. Und der zweite Dreher. Also hier die Ecke ist mega rutschig, weil das mega nass ist noch, weil da Schatten ist. Aber jetzt geht's hier trocken. Die klassischen Anfangsfehler sind einfach, dass man in seinem linken Fuß so kupplungsgeschädigt ist, dass man überhaupt kein Gefühl hat auf der Bremse.
Weil man bremst ja im Kart mit dem linken Fuß. Wow! Alter Schwede! Wie fahre ich denn hier rückwärts? Aussteigen, schieben, weiterfahren. Jetzt geht's zurück. Ich glaube, die lachen mich alle nur aus, Alter. So, jetzt geht's weiter. Dominik, ich brauche deine Hilfe, Mann. Dann picke ich mir jetzt mal die wichtigsten Punkte raus. Und dann gucken wir mal, wie wir dem Kerl helfen können. So. Und? Das war schon sehr interessant. Ja. Das glaube ich dir. Aber habe ich viele Fehler gemacht? Dreimal gedreht, einmal in der Wiese gestanden, einmal auf dem Curb geparkt. Ich glaube, wenn wir solche Punkte schon mal wegkriegen, ist dir viel geholfen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die ganze Zeit so 200, 250 gefahren bin, schnell war. Von 1 bis 10, 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste. Wo siehst du mich? Bei einer 3. Oh, aber war das richtig schlecht? Nein, es okay. Geht schon schlechter, aber es war nicht gut. Der erste Impuls auf dem Bremspedal muss hart sein. Danach muss man aber das Bremspedal lösen und das Ganze dosieren. Nicht drauf stehen bleiben, weil sonst blockiert die Hinterachse und man dreht sich. Genauso wie das Lenken. Der erste Momentum darf niemals abrupt und hart sein, weil sonst wird das Kart unruhig, es bricht aus. Der erste Momentum muss immer sanft sein, bis man sich sicher ist, dass man den Scheitelpunkt, den was man anvisiert, trifft. Was auch ganz wichtig ist, das richtige Lenken. Man soll in das Lenkrad rein drücken, um Kontrolle über das Lenkrad zu haben und nicht dran ziehen, weil sonst wackelt es wahrscheinlich die ganze Zeit und bringt auch wiederum Unruhe rein. Außerdem habe ich noch seine Körperhaltung angesprochen. Dieses ständige Hin- und Herwackeln bringt Unruhe rein. Darum versuchen, gerade drin zu sitzen, Oberkörper starr zu halten, etc. etc. Was ich mit ihm auch noch versucht habe, auf die kurze Zeit anzusprechen, ist die Linienwahl hier auf der Bahn. Grundsätzliche Dinge, dass man versucht, größere Radien zu fahren, dass man versucht, so viel Schwung wie möglich mitzunehmen. Simples Prinzip, außen, innen, außen. Ganz simple Dinge. Ich fahre täglich schnelle Autos, aber auf der Autobahn und im Stadtverkehr und so weiter. Das ist ja überhaupt nicht mein Milieu, überhaupt nicht. Und jetzt hat er mir mal gezeigt, was ich alles falsch gemacht habe. Und ich habe alles falsch gemacht, alles. Ich bin mega planlos gefahren, nachdem ich mir angeschaut habe, was er mir da aufgezeichnet hat. Jetzt fährt er auch noch 2 Runden vor mir, damit ich auch meine in Praxis mal sehen kann, wie er fährt. Und dann muss es besser werden. Es muss einfach besser werden. Okay, jetzt sind die Linien natürlich viel besser. Zack. Boah. So, jetzt bin ich alleine auf der Bahn. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt gucken wir mal, ob ich ihm was zeigen konnte. Wir sind noch nicht schneller geworden. Dominik, jetzt bin ich mal gespannt. Und? Du hast ja dann noch ein paar Runden alleine fahren dürfen. Also, in der ersten Session bist du gefahren eine 1, 16, 3, 55. Okay. In der zweiten Session, ja. Achtung, bist du gefahren eine 1, ja. 14, oh, okay. 003. Fast 2,5 Sekunden schneller. Ja. Was meinst du, habe ich eine Chance? Ganz realistisch? Je nachdem, wie lange das Rennen dauert, wirst du dich, denke ich, schon ein bisschen da reinfuchsen und dann bin ich guter Dinge, dass du nicht als Schlechtester abschneidest. Also, Kernfrage war ja, komme ich hier gesund raus? Ja. Ich bin nicht weggeflogen. Ich bin noch unverletzt, ich kann mich komplett bewegen. Dank Dominik bin ich schneller geworden. Danke. Vielen Dank. Danke, danke. Also, nächstes Mal, Jungs, wenn ihr hier richtig Spaß haben wollt, in Amtingen. Ne? Mega, einfach richtig geil. Und es ist hier auch kein Werbevideo, null, okay? Ihr wart so nett und habt
mir die Möglichkeit gegeben, hier mich mal auszutoben, mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich bin 2,5 Sekunden schneller geworden. Das ist doch geil. Okay? Nächste Woche Sonntag sehen wir uns wieder. Was meinst du? Werde ich eine große Rolle spielen, ja oder nein? Bis nächste Woche Sonntag. Ciao.